Ja, herzlich willkommen zurück. Wir befinden uns immer noch in der Dorfumgestaltung, aber wir sind schon ein ganzes Stück weitergekommen. Aber in der Folge holen wir uns einen neuen Schlumpf. Erstmal kurz anbauen. So, ich habe auch schon ein bisschen Schlumpfbeeren und Geld gesammelt. Also jetzt haben wir wieder ein bisschen was. Und ich dachte mir Folgendes: Wir holen uns als erstes die Schlümpfe, deren Minispiele die Schlüssel droppen. Und das wären die hier. Und ich würde sagen, die holen wir uns alle als nächstes nacheinander. Und fangen wir mal mit Cranky Schlumpf an. Okay. So. Oh, kostet nur 20 Schlumpfbeeren. Das ist ja gut. So. Die packen wir erstmal. So, jo. Okay, jetzt haben wir ein neues Minispiel, was wir hier freigespielt haben. Dann schauen wir uns das doch gleich mal an. Ja. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ach so, okay. Müssen das nachspielen. Ah, wir haben sogar unseren ersten Schlüssel gekriegt. Sehr schön. Die möchte ich jetzt ein bisschen sammeln, weil da kriegt man Belohnung für. Die lohnen sich. So, dann gucken wir mal, was der Zirkusclown uns sagt. Wir scheinen orangefarbenen Trank. Okay. Das machen wir doch. So viel ich will, aber ich komme nicht weiter nach unten. Jetzt auf einmal geht er ganz schnell nach unten. Das sieht auch schon orange aus. Jawohl. Sehr gut. Zack. Wie oft kann man Cranky Spiel spielen? Wie lange dauert das? 6 Stunden. Ah, man kann Videos gucken, um das nochmal zu spielen. Das ist natürlich interessant. Okay. Würde ich mal sagen, spielen wir noch die Minispiele und dann gucken wir uns noch mal den nächsten Schlumpf an. Erdbeertürtchen ohne auch nur eins zu verbrennen. Okay.
Okay, das kriegen wir auch hin. Hoffentlich. Nein, wir haben es nicht geschafft. Ach, komm schon. Das war ja jetzt echt. Versuchen wir das nochmal. Die Kleinen muss ich echt besser aufpassen. Schon wieder. Das gibt's doch nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Okay, einmal versuchen wir das noch. Ist mir jetzt egal, Hauptsache wir verbrennen keinen. Super, und so ganz Murphy geschafft. Das war jetzt eine schwere Geburt. So, was haben wir noch? Zwei Holzflöcke. Machen wir doch. Nicht auf die Finger hauen. Das ist zum Glück relativ einfach, das Spiel. Jo, sehr gut. So. Steht noch auf der Liste. Das malen lassen wir, das schaffe ich sowieso nicht. Stufe Mittel. Harmoniespiel. Links und okay. Stufe Mittel, sagt er. Vielleicht kriegen wir sogar eine Schlumpfidee. Das wäre natürlich auch richtig gut.
Keine Schlumpfbirre. Schade. Dafür ein ganz gutes Ergebnis. So, den Rest machen wir jetzt auf der Insel, beziehungsweise erstmal Schiffis spielen nochmal spielen. Sagen, die Goldpacke lohnt sich. Das geht echt fix. Schon einiges zusammen. Bevor wir auf die Insel gehen, holen wir uns unseren nächsten Schlumpf. Hey. So, ich verklickt. Und der nächste Schlumpf ist Furchti. Dann holen wir uns den nochmal. Ah, kostet auch nur 20 Schlumpfen, das ist doch cool. So, den platzieren wir mal daneben. Jo. Und jetzt spielen wir sein Minispiel. Jeder Maus. Ei. Ich war noch nie gut im Memory. Ja, das war Furchti. Das ist ja mal interessant. Auf jeden Fall haben wir jetzt zwei neue Schlümpfe. Und den Rest holen wir uns in der nächsten Folge. Beziehungsweise ein oder zwei Schlümpfe, je nachdem wie viele Schlümpfe ich bis dahin wieder gesammelt habe. Und wie gesagt, die Videos sind momentan ein bisschen verbuggt. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ist echt ein bisschen nervig. Brauchen ja wieder ein bisschen Geld, um das Dorf besser umzugestalten. Das kostet ja doch einiges, wenn man sich neue Sachen kaufen möchte. Deswegen nutzen wir alles maximal aus. In der nächsten Folge mal gucken, ob es für die Insel auch so einen Farmer-Schlumpf gibt, wo man das mit einem Klick machen kann. Okay, schon mal warm, heiß. Zack. Oh, was ist das? Okay. Kleinen Affen. Jetzt ziehen wir doch gleich mal hier hin. So, dann noch einmal Harmoniespiel. Wir brauchen nur ein Smurfy, dann können wir also auch das hier nehmen.
So, damit hätten wir auf der Insel auch alles abgegrast. Das ist doch schon mal gut. Wir sind mal wieder fertig und wir sind wieder auf 80.000 hoch. Das ist doch schon mal was. Das ist schon mal nicht schlecht. Die haben fertig gebuddelt. Mal sehen, ob es da was Schönes für gibt. Nö. 10 Holz war das Beste. Weiter graben. So. Opas Schlumpfhaus ist freigeschaltet. Okay, ich möchte nämlich was gucken. Ich habe da was gesehen. Wo war denn das? Ich glaube, das war unter Gebäude, ne? Ja. Und zwar diesen Kristalllager-Statue. So, die haben wir platziert und jetzt können wir die Kristalle nämlich lagern. Und ich möchte gerne wissen, ja, ob es trotzdem den Bonus gibt. Oder ob es den Bonus nur gibt, wenn man die Kristalle im Dorf platziert hat. Das werden wir jetzt gleich mal herausfinden. Das wäre schon ganz cool, dann haben wir nämlich nicht alles so vollgestellt. Oh, einige sind schon zusammengekommen. Aber es werden noch etliche folgen. Und deswegen wäre das schon ganz nice, wenn das jetzt trotzdem klappt. Packen wir mal hier hin, so. Da haben wir das. Und jetzt sehen wir das ja gleich, ob das was bringt. Jawohl, kriegt man. Also können wir die alle schöner drin lagern. Dann haben wir das ganze Dorf nicht so vollgestellt. Hat sich das gelohnt, ihn zu holen. So, dann schauen wir mal beim Hain vorbei. Da sind die nächsten Blümchen fertig. So, und wieder anpflanzen. Dadurch, dass wir schon so viele Samen hatten, habe ich ordentlich Platz jetzt hier im Hain. Habe schon zweimal das Dorf erweitern können. Das dritte Mal kostet jeweils 60, so viel habe ich noch nicht. Müssen wir ein bisschen sparen. Und dann fliegen wir noch auf den Planetenhof. Ich habe beim Ausgraben habe ich so einen komischen Samen gefunden. Den hier. Ich weiß nicht, was das ist. Hat 3 Stufen. Dauert jeweils 12 Stunden. Dementsprechend bin ich mal gespannt, was daraus wird, wenn das fertig ist. Schauen wir nochmal, ob wir ein paar Sterne zum Einsetzen haben. Haben wir. Und sogar genug Sterne. Das ist ja schön. Jo. Und wieder ein paar Schlumpfbären. Das ist doch schön. Wieder 60 Stück. So, dann können die auch weiter die Swirfhäuser bauen. Zack. 2 neue. Das ist doch schön. Ja, damit wären wir durch, haben alles abgegrast, jedes Minispiel gespielt. 2 neue Schlümpfe.
erweitert sich unsere Sammlung ja auch schon ein bisschen. Und einiges haben wir schon. Ah ne, hier ist ein Europaspiel. Ja, aber das spielen wir beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.